Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Augsmoney geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Ich bin nun seit einiger Zeit bei Augsmoney angemeldet und habe mich entschlossen, meine Erfahrungen mit dem Internet zu teilen. Zunächst einmal zur Augsmoney selbst. Augsmoney.com ist den meisten wahrscheinlich durch ihre Fernsehwerbung ein Begriff. Es handelt sich dabei um eine Plattform für Privatleute, die entweder Geld leihen oder anlegen möchten. Augsmoney ist keine Bank, sondern lediglich die dritte Instanz, die die richtigen Leute zusammenführt, also Kreditnehmer und Kreditgeber. Wie funktioniert Augsmoney für den Kreditnehmer? Auf der Startseite kann man direkt seinen Wunschkredit formulieren. Man gibt an, wie viel Geld man benötigt, zwischen 1.000 und 25.000 Euro und wofür man es benötigt. Um die Chancen auf einen Anleger zu erhöhen, sollte man ruhig einen detaillierten Text darüber verfassen, wie man plant, das Geld zu verwenden und eventuell Bilder hinzufügen. Natürlich muss man hier keine Bankangestellten überzeugen, aber auch Privatanleger investieren nur in Projekte, die seriös wirken und ihnen zusagen. Das Einstellen eines Kreditprojektes ist kostenlos und frei von jeglichen Risiken. Anschließend wird man aufgefordert, sich zu identifizieren. Nur Augsmoney erhält diese Informationen, den Anlegern gegenüber bleibt man weiterhin anonym. Sobald sich Leute gefunden haben, die willens sind, für das Projekt Geld anzulegen, wird man informiert und zum Unterschreiben des Kreditvertrags gebeten. Augsmoney arbeitet mit einer Partnerbank zusammen, sodass die Kreditraten bequem vom Konto abgebucht werden und automatisch an die Anleger verteilt werden. Dieser Service der SWK-Bank kostet den Kreditnehmer monatlich 2,50 Euro. Innerhalb weniger Tage erhält man dann das angeforderte Geld auf seinem Bankkonto. Sicherlich könnte man sich jetzt fragen, wie Augsmoney daran Geld verdient. Sie profitieren durch die sogenannte Erfolgsprovision, welche sich aus der Kreditlaufzeit und der eigenen Bonität berechnet. Abgezahlt wird die Vermittlungsgebühr vom Kreditnehmer durch die Kreditraten. Wie hoch der Zinssatz ist, hängt vom Augsmoney-Score ab, welcher nach der Kreditanfrage automatisch und kostenlos berechnet wird. Der Augsmoney-Score bildet die Basis für den Zinssatz, den Sie als Kreditnehmer an die Anleger zahlen. Der individuelle Augsmoney-Score prüft dabei im Gegensatz zu Banken nicht nur herkömmliche Bonitätsinformationen, denn wir betrachten die Menschen anders und vielschichtiger. Wie funktioniert Augsmoney für den Kreditgeber? Zuerst meldet man sich bei Augsmoney.com an als Anleger. Nun hat man Zugriff auf alle Kreditprojekte, die man in Ruhe durchsuchen sollte. Man entscheidet sich dann für ein Projekt anhand der Zinsen, Kreditlaufzeit und Bonitätsbewertung. Wenn man ein passendes Projekt gefunden hat, investiert man seinen Wunschbetrag. Das können kleine oder größere Beträge sein, da man ein Projekt nicht alleine trägt, sondern immer mehrere Anleger zusammen eins zustande bringen. Jetzt unterschreibt man den Kreditvertrag und man überweist das Geld an Augsmoney, welche das Geld weiterleiten an den Kreditnehmer. Durch die Partnerbank von Augsmoney erhält man nun monatlich die Tilgung sowie die Zinsen zurück. Falls es bei der Rückzahlung zu Schwierigkeiten kommt, kümmert sich eine Abteilung der SWK-Bank darum. Als Anleger hat man im Account eine Übersicht über alle laufenden Anlagen sowie ihren Fortschritt. Natürlich ist es möglich, in mehrere Projekte gleichzeitig zu investieren. Augsmoney bietet einen Portfoliobilder, der die Anlagen in diverse Projekte verstreut, somit muss man nicht selbst nach Projekten suchen, sondern stellt einfach nur das Geld zur Verfügung. Der Bilder sucht dabei nach renditestarken, beliebten Projekten, die sonst schon nach wenigen Sekunden vergriffen sind. Rendite nach Scoreklasse. AAA entspricht 2,3%, AA 2,7%, A 4,1%, B 5,4%, C 6,2%, D bis E zwischen 6,8% und 7,7%. Diese Zahlen sind Ihre zu erwartende Durchschnittsrendite. Die Gebühren möglicher Ausfälle sind darin schon berücksichtigt. Bei uns sehen Sie immer, was Sie wirklich bekommen. Gebühren für Anleger einmalig 1%. Die erzielten Renditen sind ganz unterschiedlich. Im Durchschnitt spricht Augsmoney von einer Rendite von 5,5%. Die Vorteile von Augsmoney liegen auf der Hand. Man bekommt einen Kredit schnell und unkompliziert. Besonders attraktiv ist es für Selbstständige, Studenten oder Freiberufler, da Augsmoney einen eigenen Bonitätsscore berechnet. Als Anleger bietet sich hier genauso unkompliziert die Möglichkeit, Geld, was überschüssig ist, sinnvoll anzulegen und zu vermehren. Außerdem weiß man als Geldgeber genau, wofür das Geld benutzt wird. Meine Erfahrungen. Aufmerksam bin ich auf Augsmoney durch das Fernsehen geworden. Nachdem ich einige Recherchen im Internet angestellt habe, entschied ich mich, einen kleinen Betrag anzulegen. Ich dachte mir, wenn es schief geht, sind es nur 100 Euro, die mir flöten gehen. Das könnte ich finanziell auf jeden Fall stemmen. Erstmal war ich überwältigt von den vielen Projekten, die sich mir da auftaten. Familien, die umziehen wollten, Kinder bekommen haben, Häuser kaufen wollten oder Unternehmer, die moderne Arbeitsgeräte benötigen, eine Idee umsetzen wollen und vieles mehr. Ich hätte mich stundenlang mit dem Durchsuchen der Projekte beschäftigen können. Trotzdem entschied ich mich schließlich für ein kleines Unternehmen. Der Chef wollte die Büros modernisieren und seinen Angestellten ein komfortables Arbeitsumfeld schaffen.
Ich fand die Idee nett, auf diese Art und Weise in ein Unternehmen zu investieren für das Wohl der Mitarbeiter. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.